Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Und heute ist der letzte Tag des Elevators, zumindest bei uns hier auf S31. Für euch endet das Ganze dann morgen. Und wir werden versuchen, heute am letzten Tag das Maximale für unsere Gilde rauszuholen. Und das zweite Mal insgesamt Stufe 500 bzw. Stockwerk 500 zu erreichen und damit den Elevator durchzuspielen. Beim letzten Mal war es ziemlich spannend, es war ein halbe Stunde Video und das war echt, also es war wirklich einer meiner spannendsten Aufnahmen, die ich hatte. Und wir haben uns in der Zwischenzeit ja ein bisschen verbessert, statpunkttechnisch. Deswegen denke ich mal, könnte es in der Regel ein bisschen leichter werden. Wir warten natürlich logischerweise immer bis zum letzten Tag ab, da jeden Tag 2% Schadensbonus mehr dazukommen auf die Schleckereien. Aber bevor wir jetzt gleich anfangen werden, habe ich auf meinem YouTube-Kanal unter dem Tab Community eine neue Umfrage gestartet. Das macht mir wirklich Spaß, muss ich sagen. Und einmal in der Woche werde ich sowas mir überlegen. Und diesmal lautet die Umfrage, welches Feature findest du am besten in Shakes & Fidget? Ja, da haben jetzt insgesamt 1500 Leute dran teilgenommen in 21 Stunden. Das ist wirklich krass. Also es nehmen wirklich sehr viele aktiv dran teil. Deswegen vielen lieben Dank dafür. Das weiß ich auch sehr zu schätzen. Und ich finde das halt nach wie vor immer ziemlich interessant. Die letzten Umfragen hier vor einer Woche mit knapp 2300 Umfragen hier. Welche Standardklasse ihr am liebsten mögt, ob ihr Pilzer seid oder Free-to-Play. Ne? Und hier hatte ich halt vor 3 Wochen jetzt angefangen mit den Umfragen so ein bisschen. Und ja, würde mich sehr freuen. Ansonsten ja, wird das heute wahrscheinlich wieder eine Pilzsauerei werden. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich habe hier jetzt beim Epic Event, wir haben es ja jetzt gerade, Epic Event, hatte ich random, irgendwo, ich glaube in der Quest war das gewesen, hatte ich eine Waffe gefunden. Das heißt, wir haben jetzt 2 verschiedene Schadensruhen, womit wir quasi durchkommen. Falls uns irgendwo mal ein Gegner mit der gleichen Schadensrune aufhalten sollte, können wir die switchen. Wir haben Blitz- und Feuerschaden. Ja, und deswegen würde ich mal sagen, gehen wir mal rein in den Elevator und versuchen, das Maximale rauszuholen. Morgen werde ich mir dann meine Belohnung abholen. Das werde ich euch dann auch zeigen. Ne? Ich kann euch hier auch nochmal zeigen. Ansonsten, das hier ist ja die Belohnung, die man bekommt für Platz 1 auf dem Level. 129k Kristalle, ja, 200k Metall hier und 1,2 Milliarden Gold. Ein Steinchen und halt das, den güldenen Hintergrund. Ne? So, jetzt werden wir aber mal ein bisschen rumsauen hier mit den Pilzen. Eine kleine Pilzschlacht hier veranstalten. Und wir werden mal schauen, wie weit wir kommen. 462, bis dahin habe ich bis dato gepusht. Viel mehr habe ich jetzt nicht großartig gemacht. Viel mehr Gas habe ich jetzt hier nicht gegeben. Ich nehme hier mal zum Anfang so ein bisschen das Gold mit. Ja, es bringt jetzt nicht viel. Von 3 Millionen auf 3,3. Das Wichtige dabei ist aber, dass wir hier die 20% mehr Schaden auf der Waffe halt haben. Und das ist ganz nützlich auf jeden Fall. Deswegen, ich meine, das Gold so nebenbei schmeckt auch, aber sind wir mal ehrlich, das ja bringt jetzt nicht wirklich allzu viel. So, ne? Also das, was man hier jetzt draus bekommt, das hat man innerhalb von ein paar Minuten, würde ich mal fast sagen, aus der Goldgrube nachher, ne? Ab einer bestimmten Stufe. Ne? Deswegen, ja, das also kann man machen, wenn man jetzt nicht unbedingt weiterkommt, aber muss, um jetzt krass Gold zu farmen, finde ich es persönlich jetzt nicht. Klar, es summiert sich natürlich pro Stockwerk, das muss man sagen. Ne? Wenn man sich das jetzt jedes Mal kaufen würde, dann könnte man natürlich ein bisschen vorankommen hier. Ne? Aber ja, ich persönlich würde es mir jetzt nicht kaufen, so großartig. Ich mache es jetzt hier mal fürs Video, damit wir hier ein bisschen weiterkommen. Vielleicht kommen wir auch auf die 200k Höllenmarken insgesamt und die knacken auch die 4 Millionen Höllenmarken als Gildenziel. Das wäre natürlich auch cool. Ich weiß jetzt nicht, wie gut wir beim letzten Mal gewesen sind. Das kann ich euch jetzt tatsächlich gar nicht sagen. Da müsste ich nochmal nachschauen. Aber das sind auf jeden Fall schon mal gute Anhaltspunkte, ne? So eine 4 Millionen Marke hier zu knacken und die persönlichen 200k, das schmeckt auf jeden Fall. So, ich würde sagen, so langsam switchen wir mal von den Gold-Buff-Runen hier mal um auf die Damage-Runen, beziehungsweise auf die Damage-Buffs, also den Spinat
und halt eben das Bier, ne? Das nehmen wir jetzt mit, so, weil dadurch kommen wir jetzt ein bisschen leichter voran. Ja, da habe ich eben gerade nochmal eine goldene Münze gesehen, ja, wo wir jetzt halt eben 12% aus den Kämpfen rauskriegen würden, anstatt 10. Oh, das lohnt sich aber richtig krass. Ja, jetzt sind es, okay, also es sind jetzt 3,36 Millionen. Also es macht wirklich kaum Unterschied so. Ne? Den nehmen wir jetzt noch mit und danach gehen wir mal damage-mäßig auf die Buffs, Spinat und Bier, ja, und es gibt auch hier im Elevator natürlich Buffs, die man sich kaufen kann, die einen quasi den Runenschaden auf der Waffe ändern, ja, das gibt's, ne, das ist natürlich auch deutlich günstiger, als wenn man den Runenschaden jetzt hier manuell ändern würde, weil wenn wir die Rune tauschen, kostet es halt 20 Pilze so. Das ist natürlich relativ preisintensiv. Falls man jetzt hier einen Runenschaden hat, kostet das halt ja im Vergleich jetzt mal 8 Pilze so, ne? Aber ja, so kann man dann halt eben keinen Damage-Buff mitnehmen, sondern hat halt sich eben in dem Falle für den Runentausch entschieden. Und dann belegt er ja hier den Damage-Slot, wo man halt eben noch zusätzlich ein Bier kaufen könnte oder sich halt den Spinat ziehen könnte, eins von beiden, ne? Plus halt eben noch die richtige Rune, die man halt dann so getauscht hat. Aber das Ganze ist natürlich hier, Pilzen auf hohem Niveau, würde ich mal sagen. Also normal würde ich jetzt dafür das Geld jetzt auch nicht ausgeben. Da werden mir halt dann eben, da muss man halt auch so sagen, die Pilze gestellt, dass ich dann halt euch sowas hier auch eben zeigen kann, ne? Und wir sind jetzt, glaube ich, auch schon beim ersten Gegner, wo wir hier nicht ganz so einfach weiterkommen. Jetzt suchen wir mal einen goldenen Spinat oder, ja, da haben wir ihn schon, oder ein goldenes Bier. Ja, da sind wir direkt weiter. Ja, moin. Ja, weil das sind nachher die Sachen, die wir haben wollen hier, die goldenen Buffs. Und damit kommen wir dann nachher nur noch so langsam weiter hier. Ansonsten müssten wir auf die Runentauschtaktik gleich mal vorankommen. Ich muss mal gucken, was haben wir hier drauf? Wir haben hier Feuerschaden drauf. Also hier wäre es schon mal klug, die Rune zu tauschen. Und ich glaube, das machen wir auch, weil der Gegner hier sieht ja sehr, 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 sehr haarig aus. Das hätte ich ja nicht gedacht. Holy shit. Okay, dann tauschen wir mal die Rune direkt hier. Zack. So, und haben jetzt hier Blitzschaden drauf. Mal schauen. Macht das schon einen Unterschied? Ja, nö. Und jetzt müssen wir noch... Huch. Jetzt müssen wir noch einen goldenen, ja, Spinat. Also der goldene Spinat persönlich gefällt mir besser als das goldene Bier. Das Bier erhöht halt die Intelligenz. Der Spinat halt eben den kritischen Schadensbonus. Und ja, da verlasse ich mich dann lieber drauf, schöne Crits rauszuhauen, als mehr Intelligenz zu haben hier. So, jetzt haben wir beste Kondition, um die zuckersüße Oma aus dem Weg zu räumen. Haben dies auch geschafft. Jetzt haben wir hier den nächsten Gegner vor uns und der hat natürlich Blitzschaden drauf. Ja, moine. Und wir haben gerade unsere Rune gewechselt gegen Blitzschaden. Das ist natürlich genau das, was wir hier nicht haben wollen. Ja, bevor wir hier zu viele Pilze für unnötige Tries ausgeben, tauschen wir die Rune jetzt wieder zurück. Jetzt haben wir hier Feuer drauf, ne? Wie gesagt, macht das nicht unbedingt nach. Es ist jetzt, es ist auf jeden Fall förderlich für die Gilde so, aber es ist jetzt nicht lohnenswert für euer eigenes Vorankommen, sag ich mal, im Verhältnis zu dem, was man dann für Pilze ausgibt. Ne? Ich meine, wir bekommen hier 3 Millionen Gold für eine Etage. Das ist halt eben vorne und hinten die Pilze nicht wert. Ich glaube, ich muss es nicht jedes Mal aufs Neue erwähnen, so, ne? Dass es halt dumm ist. Allerdings, möchte ich diesen kleinen Disclaimer dann doch jedes Mal irgendwie nochmal anbringen, ne? Es sei denn, ihr habt irgendwie schon einen Stufe 700er Account mit was weiß ich für krassen Werten und könnt hier alles wegdezimieren im Elevator und müsst euch nicht so anstrengen wie ich. Ja gut, dann könnt ihr natürlich easy durchpushen bis Stufe 500, aber ich muss mir da dann doch ein bisschen mehr Mühe geben auf jeden Fall und ich habe das Gefühl... Wir haben jetzt hier Feuer wieder drauf, ne? Ja, das ist halt sehr pilzintensiv. Ich habe das Gefühl, dass das wieder so ein knappes Ding wird wie letztes Mal.
Weil wir haben uns zwar verbessert, aber ich habe ja hauptsächlich meine Basispunkte in oder das Gold in Ausdauer reingesteckt. Klar, könnte man meinen, ich könnte jetzt den ein oder anderen Treffer mehr überleben, aber tatsächlich wäre es, glaube ich, besser gewesen, für den Elevator zumindest mehr auf Damage zu gehen. Definitiv. Weil, oh, sehr schön, weil ich sowieso meistens immer nur Two-Hit bin. Also es kommt ganz, 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 ganz selten mal vor. Huch, da hätte ich jetzt schon mitnehmen können. Gucken wir mal den nächsten Spinat. Es kommt ganz selten vor, dass ich mal noch drei Treffer oder so überlebe. Vor allen Dingen, weil der Elevator hauptsächlich von Magiern besiedelt ist und deswegen Damage da auf jeden Fall hier die bessere Alternative, als eben auf Ausdauer zu gehen. Nichtsdestotrotz gehen wir trotzdem auf Ausdauer, weil es halt für PvP besser ist, damit wir in den Fights ein bisschen konstanter in der Ehrenhalle sind. Und wir haben damit die 200.000 Höllenmarken gesammelt in diesen Elevator. Das ist doch ganz cool auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal auch schon gehabt habe. Ich bin mir nicht mehr sicher. Allerdings ist das schon echt, ja, würde ich mal sagen, eine sehr starke Leistung. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie viel ihr dann geschafft habt zum Ende hin des Elevators. Eisschaden, okay, das haben wir eigentlich gar nicht. Ja, das würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren, wie da so die Allgemeinheit steht und wie ihr da so vorangekommen seid. Ja, so, jetzt wäre es mal ganz schön, wenn wir noch ein paar Etagen mal einfach ein bisschen einfacher mitnehmen würden, so, weil das ist mir nämlich hier ganz schön, das ist wirklich sehr pilzintensiv, das Ganze hier. Ja, es wäre mal schön, wenn ein paar Etagen dabei sind, die man mal so ein bisschen leichter durchrocken könnte. Aber es wird halt auch nicht einfacher. Ich weiß nicht, theoretisch dürfte der Elevator vom Schwierigkeitsfaktor noch derselbe sein wie beim letzten Mal. Ich hatte nirgends gelesen, dass irgendwas geändert worden ist. Deswegen bin ich eigentlich guter Dinge, dass wir hier doch relativ gut durchkommen sollten. Wir gehen jetzt auf den goldenen Spinat hier. Der Gegner ist mir hier ein bisschen zu schwierig. Und ja, wir haben eigentlich soweit die perfekten Voraussetzungen. Wir haben den goldenen Spinat, wir haben eine andere Schadensrune. Ne? Bringt jetzt auch nichts. Ich habe ja Blitzschaden jetzt drauf, das ist ja Eisschaden. Bringt jetzt nichts, da auf Feuer zu wechseln. Das macht jetzt nicht irgendwie extra mehr Schaden oder sowas. Ne? Es ist das gleiche, wie als hätte ich Blitz drauf oder so. Ist jetzt nicht so, dass das eine irgendwie das andere kontert. Ne? Nur wenn man halt eben genau die identische Rune hat, dann bringt es halt eben dann in dem Falle nichts. So, deswegen bin ich ganz froh. Da brauchen wir wenigstens nicht so viele Pilze investieren, weil wir jetzt hier viele Gegner hatten, die Eisschaden drauf hatten. Und ja, jetzt haben wir hier wieder Blitzschaden. Wir, ja, ich weiß nicht. Ich wechsle so, oder? Ja, wechsle ich sofort die Rune? Vielleicht. Nee, ha, siehste. Ich wollte nämlich sofort die Rune wechseln, aber manchmal sind auch ein paar Gegner dabei, die hier, die hier ein bisschen einfacher sind. Und da haben wir uns jetzt die 20 Pilze auf jeden Fall wieder gespart. So, ja, wir gehen gleich wieder auf den güldenen Spinat. Switchen wir mal durch. Goldenes Bier. Ja, können wir mal versuchen. Unsere Intelligenz schallert halt unglaublich durch dann. 420 haben wir jetzt. Können wir mal ausprobieren, ob das sich auch lohnt. Ja, es lohnt sich auch. Ist okay. Okay, also wir nehmen goldenes Bier und goldenen Spinat mit, beides können wir, denke ich mal, gut gebrauchen. Wir sind auf 483 jetzt, ein paar Stockwerke fehlen uns noch, 17 Stück, und dann sind wir hier durch. Feuerschaden. Okay, wir haben Blitzschaden drauf, sehr gut. Und machen wir weiter hier. Wir holen natürlich einiges an Höllenmarken für unsere Gilde hier. Ich meine, wir sind auf dem Server sowieso Platz 1 ohnehin, sag ich mal, ne? Das bringt jetzt auch meiner Gilde jetzt nicht großartig mehr dadurch. Ne? Es ist jetzt einfach nur rein fürs Video, weil ich habe jetzt großartig jetzt auch nicht so viel mehr davon dadurch. Ne? Also das hält sich hier in Grenzen. Das bisschen, was man hier an Ressourcen bekommt, das ist halt die Pilze nicht wert, sag ich mal so. Ne? Also ja, es ist nicht wirklich wert. So. Ja, hier haben wir unseren ersten... weiß ich nicht, unseren ersten Blocker, so richtigen Blocker, der so richtig chancenlos aussieht. Also wir sehen gerade sehr chancenlos aus, muss ich sagen.
Boah. Ja, wir wissen ja, dass wir theoretisch dazu in der Lage sind, hier im Elevator durchzurasieren. Deswegen will ich mir gar nicht zu viele oder zu viel Zeit verschwenden, zu viele Tries anzugucken, weil wir haben es schon mal bis auf Stufe 500 geschafft. Deswegen bin ich eigentlich auch guter Dinge, dass wir das diesmal schaffen. Es ist halt wirklich nur sehr, sehr tricky, ne? Es ist wirklich verdammt schwierig. Wir brauchen wieder den perfekten Try. So, ne? Das ist halt das große Ding. Und da müssen wir halt jetzt hoffen und beten, dass wir jetzt hier weiterkommen, weil richtige Rune ist auf der Waffe. Wir haben hier, ja, ich würde sagen, eigentlich mit das Beste, was wir kriegen können vom Buff her, so, ne? Ich weiß nicht, vielleicht ist es ratsamer, hier doch das Bier zu nehmen, weil wir dann halt mehr Intelligenz haben, weil wir halt gegen einen Intelligenzgegner gerade kämpfen. Das könnte vielleicht für uns von Vorteil sein. Wir können es mal ausprobieren. Vielleicht ist das die Wave, ne? Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht verkalkuliere ich mich da auch. Aber wir haben ja auch direkt den nächsten Spinat am Start. Der Spinat am Start. Ja, mal schauen. Mal gucken, wie sieht es jetzt aus? Sehen die Tries besser aus? Oh, ja, doch, doch, guck mal. Ich glaube, das war ich glaube, das war hier der. Ja! Das war der weise Call von mir gewesen. Da kann man jetzt auch mal trotzerweise jetzt mal hier mal ruhig mal anbringen hier an der Stelle. Also das war, ne, weil da hat man eigentlich perfektes Beispiel, hat man es gesehen, ne, das eigene Hauptattribut gilt halt auch irgendwo ein Stück weit als Defense gegen die eigene, ja, gegen die eigene Klasse sozusagen, ne. Deswegen sage ich ja auch immer, wenn ihr im PvP in der Ehrenhalle, in einem Segment seid in der Ehrenhalle, wo ihr viele Gegner um euch rum habt, gegen die ihr regelmäßig kämpft in der Arena, die dasselbe Hauptattribut teilen, dann ist es besser, von der Skillung her auf 60-40 zu gehen. 60 in euer eigenes Hauptattribut, 40 in Ausdauer. Ja? Weil ihr halt gegen eure eigene Klasse besser fahrt mit dem eigenen Hauptattribut. Kämpft ihr jetzt gegen andere Klassen häufig, die nicht eurem Hauptattribut entsprechen, ist es mehr besser oder ist es ratsamer, in Richtung 50-50, 55-45 zu gehen. Tatsächlich. Ne? Und ja, ich würde mal sagen, das hat man jetzt auch ganz gut anhand des Beispiels jetzt gerade hier gesehen. So, was haben wir hier eigentlich? Feuerschaden, auch wieder das Gleiche, ne? Wie der Gegner davor. Wo sind wir jetzt etagentechnisch? 485. Ja, mal schauen, ob wir noch ein bisschen weiterkommen hier. Sehr schön. Ja, war auch wieder ein Intelligenzgegner. Okay. Wir müssen wirklich, okay, war jetzt ein Geschickgegner. Ich glaube, da ist jetzt egal, ob wir jetzt das Bier nehmen oder den Spinat. Ich glaube, der Spinat carried hier dann genauso rein. Ah. Ja, wir nehmen mal das Bier. Weil der normale Spinat, ich weiß nicht, ob wir damit jetzt viel weiter vorankommen. Aber diese goldenen Biere, die muss ich mir auf jeden Fall aufheben für die Intelligenzgegner, weil das ist hier der Schlüssel zum Erfolg auf jeden Fall. So, wieder ein Feuerschadengegner. Sollte theoretisch machbar sein. Ja, ich habe hier ganz leise die Musik im Hintergrund an. Dieses Elevator-Gepfeife hier immer, ne? Da kriegt man ja auch einen Kollaps hier nach einer Zeit hier im Elevator. So, machen wir weiter. Ja, wir sind gleich auf Stockwerk 490. Wir haben es gleich geschafft, Leute. Es ist, wie ich erwartet habe, wieder eine einzige Pilzschlacht hier. Ja, und jetzt haben wir hier einen Stärkegegner vor uns. Mal schauen. Wir gucken uns mal einen Try an. Wir haben hier den goldenen Spinat. Ich bin immer Two-Hit. Ja, immer Two-Hit. Da können wir nichts machen. Außer halt versuchen, zwei wirklich sehr kranke Crit-Treffer hier rauszuhauen, und das geht halt eben auch nur mit dem Spinat. Oh, da war er eben gewesen. Ganz, ganz knapp. Oh, schon wieder. Ich glaube es ja nicht. Ich falle ja vom Glauben ab hier. Holy Macaroni. Ja, und da sage ich euch auch ganz ehrlich, es hat mir jetzt nichts gebracht, in den 2 Monaten oder wo jetzt der letzte Elevator war, alles in Ausdauer reinzustecken, weil es hier im PvE gar nichts bringt, weil ich sowieso immer Two-Hit bin.
Ja, also das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Aber es ist, wie gesagt, für PvP-Zwecke ist es gut. Hier wäre es halt wichtiger gewesen, hätte ich jetzt hier alles in Int reingeballert, dann wäre der Gegner jetzt hier schon down gewesen, weil wir halt eben mehr Damage haben, austeilen können und wir halt eh nur immer Two-Hits sind. Also von daher, ja, dementsprechend auf jeden Fall ratsamer, wenn man hier in die PvE-Richtung ein bisschen mehr rein möchte. Macht aber halt eben nicht großartig Sinn, sag ich mal so. Ah, ich glaube, es wird wieder so ein halbe Stunde Ding hier werden, habe ich das Gefühl irgendwie, so ganz leicht. Ich weiß nicht, woher das Gefühl kommt, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass jetzt hier der stärkere Gegner jetzt hier uns so herausfordert. Warte mal, Blitzschaden, fuck. Ach, fuck. Mein Fehler. Hätten die Rune tauschen müssen. Ach, shit. Ja, an denen haben wir jetzt zu viele Pilze gelassen. Ah, das war mein Fehler gewesen. Da hätte ich eher drauf kommen müssen. Da habe ich eben nicht drauf geachtet. Ja. Mal schauen, der wäre jetzt schon down gewesen. Der wäre jetzt, sag ich, der wäre jetzt eben schon down gewesen. Die Tries, die wir eben schon hatten gegen ihn, mit, ja, noch mehr Schaden jetzt, ne? Das wäre es an der Stelle schon gewesen. Ja, jetzt müssen wir einfach nur tryen. Jetzt ist es eine Frage der Zeit. Stärke Gegner. Feuer. Feuerschaden. Ja, ich tausche gleich. Gegen die Krieger weiß ich nicht. Gegen die Krieger will ich hier nicht großartig viel Zeit verschwenden. Da war, ja, da müssen wir ein bisschen mehr drauf achten. Aber wir sind, gute Nachricht, wir sind jetzt, okay, wieder ein stärker Gegner. Wir sind jetzt im 90er-Bereich, also wir haben es gleich geschafft, Leute. Kleines Stück noch. Und wir gehen wieder auf die Suche nach dem goldenen Spinat. Da ist er, sehr schön. So, Gegner war Blitzschaden. Blitzschaden, Rune tauschen, da fackeln wir gar nicht lange rum hier. So, wie bei Fackelmann. Richtiger Schenkelklopfer. So, und dann machen wir weiter direkt hier. Das lassen wir uns doch heute nicht nehmen. Na, sehr schön. Nächster Gegner, Intelligenz. Ein Intelligenzgegner mit Blitzschaden. Okay, Blitzschaden sollten wir. Damit sollten wir nicht viel zu tun haben. Wir versuchen erstmal ein bisschen mit dem Spinat. Aber ich glaube, ja, nee, wir müssen auf das Bier wechseln hier. Das ist wirklich der Call, den wir jetzt hier einschlagen müssen. So, da haben wir es auch schon. Hoffentlich gleich zwei Intelligenzgegner hintereinander. Dann brauchen wir nicht extra hier nochmal den Buff ändern. Aber machen wir erstmal weiter. Es sind nicht mehr viele Stockwerke. Ja, es sind nicht mehr viele. Wir haben es gleich geschafft. So, Intelligenzgegner, komm, let's go, komm. Gönn mir den guten Try. Los, du willst es auch. Ja, wir machen heute die 500 hier wieder voll. Komme, was wolle. Ja, nee, bisher ist es das jetzt hier schon an der Stelle? Das kann es nicht sein. Wir können nicht so weit jetzt gekommen sein, um jetzt an den Gegner jetzt hier zu scheitern. Das glaube ich nicht. Aber guckt euch mal schon die Intelligenz an. Der ist so schlau, ne? Holy shit, Alter, der ist richtig strong. Blitzschaden. Ich muss nochmal kontrollieren. Wir haben Feuerschaden drauf. Gut. Okay. Wir holen alles raus. Zwei Statpunkte nochmal rein. Ja. Viel mehr können wir jetzt nicht machen. Also, das ist hier jetzt. Können wir uns mal ein paar Tries anschauen hier. Ja, wir sind hier auch wieder Two-Hit die ganze Zeit, ne? Es kommt nicht vor, dass wir mal irgendwie Three-Hit sind oder so, dass wir mal einen Schlag mehr aushalten, ne? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch klüger. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es jetzt in der Situation auch wieder klüger, auf den Crit-Schaden zu gehen. Aber machen wir dadurch denn so viel mehr Schaden hier? Ich weiß nicht. Ich weiß es jetzt nicht. Wir kommen immer so über die Hälfte. Wir brauchen halt richtig krasse zwei Tries. Ne, es ist ein normaler Hit, können wir gleich abschminken. Ja, wir müssen mit voller Spanne zweimal treffen halt, ne? Das ist halt das Ding.
Boah. Also wenn ich eine neue Waffe kriegen sollte, ne? Irgendwann mal. Oh Gott, war das knapp gewesen. Ja, komm. Wenn ich eine neue Waffe kriege irgendwann, ne, dann wird der Elevator aber sowas von auseinandergenommen hier, ne? Also, wenn ich mir eine neue Waffe ziehen sollte irgendwann mal. Wahrscheinlich erst mit Stufe 700 das nächste Mal. Aber wenn es dann soweit ist, dann wird hier durchrasiert durch den Elevator. Werden hier nicht mehr so viele Tries rausgehauen, wie wir es jetzt gerade tun. Oh, ist das belastend. Ja, ich weiß nicht. Wollen wir mal mit dem goldenen Spinat versuchen, ob wir da weiterkommen? Ich bezweifle es zwar, dass wir jetzt hier deutlich bessere Tries jetzt rauskriegen, aber wir versuchen es einfach mal. So. Mal schauen, wie jetzt die Crit-Treffer aussehen. Wir haben natürlich jetzt deutlich weniger Intelligenz. Gucken uns mal ein paar Tries an. Aber vielleicht schallern die Crit-Treffer jetzt halt ein bisschen mehr rein, ne? Ah, das, ja, na, das sieht aber schlechter aus, ne? So vom Gefühl her. Vom Gefühl her sehen die Tries schlechter aus als vorher, oder? Wir sind zwar auf die Crit-Treffer angewiesen, aber wir machen halt auch mehr Schaden, wenn wir halt eben mehr Intelligenz haben, ne? Das ist halt auch irgendwo logisch. Ja, nee, wir switchen wieder zurück. Alter, ist das wieder verschwenderisch heute hier, das kannst du doch keinem erzählen. Das kannst du doch keinem erzählen hier. Komm, ja, gönn mir mal das Bierchen hier, so schön, zack. Und ich sag noch, Hauptsache Intelligenz, Gegnern brauchen wir nicht so viel rumswitchen hier. Oh, wir stehen so kurz davor, ne? Das kann jetzt nicht wahr sein. Jetzt kann doch nicht Schluss sein hier, so kurz davor. Alter, die Magier, die sind's wirklich hier. Das sind die Hardcore-Blocker hier, ich sag's euch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich weiß nicht. Also wir geben ihr jetzt noch eine Zeit. Wir haben soweit alles jetzt hier umgerüstet, was wir umrüsten sollten. Ne? Er hat hier Blitzschaden, wir haben Feuerschaden, alles cool, alles gar kein Problem. Ja, wir haben hier jetzt das Bier am Start. Wir brauchen halt nur einen guten Try. Einen sehr guten Try. Aber ich glaube diesmal, ich weiß nicht. Ja, also diese 2 Monate zwischen dem letzten Elevator und diesem, es hat einfach überhaupt nichts ausgemacht. Weil wir halt wirklich pur auf Ausdauer gegangen sind, so was halt hier nicht gut ist. Ich meine, wir sind besser geworden, ne? Deutlich besser, stärker, kräftiger, cooler. Aber das bringt hier uns halt im Elevator nichts. Holy shit. Ja, also ja, entweder waren wir letztes Mal richtig, richtig lucky gewesen, dass wir die Etage 500 geschafft haben. Ja, oder es wurde ein bisschen an den Gegnern hier geschraubt, was ich mir nicht vorstellen kann, weil das würde dann irgendwo festgehalten werden, ne? Im Changelog. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht soll es diesmal nicht sein. Keine Ahnung. Wir haben ja jetzt hier wirklich nun sehr viele Tries reingehauen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen. Aber ich glaube, heute müssen wir uns geschlagen geben, diesmal. Ja. Wie gesagt, es ist ja nicht so ganz so schlimm. Es wäre jetzt nur fürs Prestige halt jetzt cool gewesen, so, ne? Ich meine, wir haben es ja letztes Mal geschafft, auf Stufe 500, Stockwerk 500 zu kommen. Das kann uns keiner mehr nehmen, ja? Allerdings, ja, wäre es halt eben sehr cool gewesen, wenn wir es diesmal auch geschafft hätten. Aber man kann nicht alles haben. Nee, 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 nee. Okay, na, halt, nee, ich muss aufhören. Ah, ich muss aufhören. Ey, ich kann nicht. Okay, gut. Schluss, aus. Ich merk's gerade. Ja, die Sucht kickt rein, die Pilzsucht. Nee, 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 wir lassen's, wir lassen's. Na, wir lassen's. Wir lassen's, ja. Wir übertreiben es nicht. Wir haben es schon übertrieben. Okay? Also, Fazit. Wir sind jetzt bis Etage 492 gekommen. Leider diesmal nicht die 500 geknackt. Schade, Marmelade, aber kannst du nichts machen. Sind dafür sehr gut weit gekommen, ne, haben der Gilde noch ein bisschen weitergeholfen. Ich meine, gut, ja, stehen sie. Ich meine, die anderen Gilden sind auch nicht verkehrt auf jeden Fall, aber ja, jetzt mit oder ohne mich hätte jetzt auch nicht so den Unterschied gemacht, ne? Aber jo, das soll soweit gewesen sein. Wenn euch diese Pilzsauerei hier gefallen haben sollte, dann lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war ein bisschen spannend gewesen. Und ja. Haut rein und bis zum nächsten Mal.